Folge Nummer 43 von Oxygen Not Included. Und ja, hier liegt Camilla zum Beispiel. Ne? Wir sind, schlägt um sich, Nahrungsmangel, verhungern 5, verhungern 6. Es ist leider so, dass wir das irgendwie nicht mehr gerettet kriegen, würde ich sagen. Wir haben hier zwar Essen und hier oben war auch Essen, aber die holen sich es gar nicht mehr. Die haben gar keinen Bock mehr. Das ist schlecht. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht hier noch... Fertigkeiten war verkehrt. Prioritäten. Haben wir einen Koch? Ja, wir haben noch einen Koch. Dann sollte das eigentlich auch noch mit dem Kochen gehen, ne, oder? Kochen, da. Der hat die Mütze für den Koch auf, aber hat... Kein... Das ist doch die Kochmütze, oder? Ja, das ist dann wohl eines der größeren Probleme gewesen, oder wie sehe ich das? Und er hier, Ari, der ist hier als Koch deklariert, aber leider nicht der Koch. Oder wie sehe ich das? Aber ist auch nicht so schlimm, wir haben ja auch mehrere Plätze zum Kochen. Wie ist es mit dem Essen? Wird auf jeden Fall produziert, aber jetzt ist hier da jemand am Luft holen, oder was? Hier wird Strom gemacht. Wasserkreislauf läuft erstmal. Ich denke mal, hier oben ist nichts mehr passiert. Ne. Jetzt ist die Frage, wann das Verhungern weniger wird, dass die mal was essen. Hier ist wieder noch eine Pflanze, da ist eine Pflanze. Und hier ist auch noch eine, also wir haben drei Pflanzen da. Die können sich das auch holen. Hier ist doch noch was mit Duplikantenfertigkeit. Okay, das muss gerade aber erst gekommen sein. Ja. Versorgung hier, oder? Grillen 3. Verbessertes Bauen kann er nicht, aber da müssen wir gleich gucken, dass das Bauen noch einer mehr kann. Ja, hier fehlt es beim Bedienen auch, dann machen wir das erstmal. Gut. Wie sieht's mit Sauerstoff aus? Ja, das ist auch nicht so dolle. Überall ist es nicht. Hier oben ist guter Sauerstoff. Ja. Duplikant gestorben. Wird denn hier jetzt mit der Beerdigung gemacht, Geschichte was gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ne, macht keiner. Irgendwie kommt da auch keiner hin, ne? Wie sind die Prioritäten, dass man da hinkommt? Ja, ist eigentlich hoch. Sieht, ah, da guckt, da holt sich einer mal was zu essen. Oder er holt sich's nicht, er hat's nur geerntet, oder wie sehe ich das? Er holt es jetzt. Er holt sich die Mehl aus und setzt sich hin zum Essen. Trauert, ja. Ach so, da, weil da Jean liegt. Ja, wäre schön, wenn jemand den dann auch beerdigen würde, ne? Aber das passiert leider auch nicht, ne? Hier ist noch was zu essen fertig. Hier ist was zu essen fertig. Also das ist jetzt nicht das Problem. Hier ist immer noch was zu essen fertig. Das hier vergammelt schon. Er fliegt auch nicht weiter runter. Den wollen wir ja woanders hin haben. Wie sieht's denn mit Verhungern aus? Noch 5. Es ist aber gerade nichts geerntet, ne? Das ist ziemlich gestresst, wa? Er geht da ins Bett. Kann man denn da irgendwie was... Manni trauert, verhungert, kann Nahrung nicht erreichen, Rückenschmerzen, hält Luft an. Sauerstoff ist ja auch noch schlecht, ne? Ja. Kriegen wir das mit dem Sauerstoff irgendwie geregelt hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Der steht auf 0. Ja, weiß ich auch nicht, dass der auf 0 steht, ist ja auch nicht so richtig, oder?
Ach so, auf 201 steht der, aber der stand auf 0, ne? Da ist doch richtig, oder? Und da ist wieder ein Lubrikant gestorben. Mani hat es nicht mehr geschafft. Ja, wenn die sich jetzt kein Essen holen, dann kann ich da auch nicht so ganz viel dran machen, ne? Hier ist doch Essen, holt euch das doch. Er macht gerade eine Erntegeschichte. Hungern immer noch 5. Ja, trauert da. Da ist auch einer fertig geworden. Wie viele Leute sind es denn noch? 8. Und 15, das heißt, wir brauchen 7 Grabsteine, ne? 2, 4 haben wir erst. Medizin. Da ist eine Ebene, das bedeutet... Ich habe doch gerade ausgewählt, oder? Eins, zwei, drei. Mach da mal noch 4 Stück hin. Mach dann den Boden daneben noch richtig. So. Vielleicht da oben auch noch den Boden mal ziehen. Und dieses hier weggraben. Der wackelt so toll vor sich hin, ne? Trauert. Ne, der kann nicht mehr trauern, der ist doch schon tot. Okay. Wie sieht es denn hier mit dem Sauerstoff aus? Das ist da was drin in dem Rohr, ne? Ah, ne, da ist das Wasser drin, ne? Okay. Arbeitsauftrag. Er weint hier, der Ari. Weil Frankie da liegt. Er hat, glaube ich, nichts gegessen, ne? Verhungert. Hat aber noch 900 Kalorien. Hier vergammelt's. Wie ist bei ihm hier? 1,5. Zwei haben wir essen. Ich glaube, den gelben Anamen, den können wir hier mal rausnehmen. Und den nehmen wir auch hier oben raus. Da passiert sowieso gerade nichts. Wo ist denn der gelbe Alarm an? Hamsterrad, achso, da, okay. Ja, dann zack. Gelber Alarm weg. Catalina müsste beerdigt werden. Alle müssen beerdigt werden. Er hat geplatztes Trommelfell wahrscheinlich, ne, oder? Kontakte mit Schleimlungen. Tja. Da ist, hat jemand gegessen. Vielleicht können wir da gerade nochmal die Prioritäten hier hochgucken. Ah, da sind sie nicht jetzt auf 9. Würde ich jetzt mal hier so auf 9 machen wollen, damit das vielleicht in der näheren Umgebung gemacht wird. Hier ist irgendwas nicht richtig. Ich glaube, das... kommt so auf jeden Fall, oder? Er nimmt sich jetzt was zu essen, oder nicht? Jetzt ist er, aber das sieht nicht aus, als ob er gegessen hat, ne? Vielleicht hat er doch was gegessen. 600 und war schon auf 0.
Ist schwierig. Wir gucken gerade auch nur zu. Hier hat einer irgendwo wieder einen Wasserschaden. Interessanterweise wird ja aufgewischt schneller gemacht. Keine Ahnung, wo das viele Wasser hier wieder wegkommt. Hier ist alles zu. Nein, hier oben nicht. Bubbles ist hier oben in der Kälte eingeschlafen. Krass. Ja. Hier haben wir 33,1 Grad, hier haben wir 30,7. Ist trotzdem zu warm, das Wasser, was hier durchläuft. Der war. Also die Idee ist gut, aber das System ist zu klein. Ah, da ist der schon geschlüpft. Haben wir da noch was zum Brüten? Nee, ne? Nee. Ist hier was zu essen drin? Gelagert null. Die werden auch verhungern. Das Wasser tropft immer weiter runter. Ah, hier können wir auch mal wischen, Ben. Und hier unten wird es dann voll, oder wie ist das? Okay. Kann man das noch aufwischen? Ja, könnte man. Das aber nicht. Ja. Das sieht alle nicht ganz gut aus, ne? Er bringt irgendwo das Wasser hin. Ah, hier ist auch Wasser. Wo bringt ihr denn das Wasser hin? Da, zu der Pflanze. Okay, die macht Sauerstoff. Macht Sinn. Er hat da noch Wasser geholt. Hier ist defekt. Sollte man mal reparieren. Strom fehlt auch, weil hier nicht mehr gemacht wird. Oder? Wir haben hier volles Ding, ne? Wo geht der Strom denn da lang? Strom ist da. Leitungen sind hier. Okay, ich glaube, diese Brücke... Das Hamsterrad ist da dran, ne? Da ist das dran, ne? Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht alles, oder? Okay, er macht jetzt wieder Gas da. Dann läuft die Pumpe zum Kühlen. Ja, mach mal so da erst dran, ne? Weiß ich auch noch nicht. Ist die Frage, ob sie es überhaupt machen, ne? Verhungern tun noch drei. War auf Toilette, ist auf Toilette. Max ist schon wieder am Flennen hier. Ja, aber hier wird oben nichts gemacht, oder? Doch, hier wurde was gemacht, alles klar. Dann können wir die Grabstätten nochmal endlich zu Ende bringen, oder? Okay, warte mal, dann können wir das hier oben mal zumachen, dann kann man da auch weiter rüberlaufen. Schlafenszeit ist angesagt. Also sie legt sich da ins Bett, alles klar. Oder er, Travaldo. Travaldo ist ein R wahrscheinlich. Sauerstoff fehlt. Ja, aber der Schluss wird hier nicht gemacht, das ist das Problem. Wir haben auch nichts zu essen, wir haben fünf Verhungernde, das wird alles nichts mehr. Die sind jetzt auch nicht in der Lage, diese Stromleitung noch zu machen. Achso, Priorität wahrscheinlich wieder falsch gesetzt, ne? Kann das sein? Ja. Ja.
Wir brauchen Essen, wir brauchen Strom, wir brauchen alles. Das mit dem Aufwischen ist auch schon fast egal. Wo sind sie denn? Einer ist da, zwei, drei, vier und das ist Nummer 5. Alle hier. Wird das hier fertig? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt wollen wir den ersten beerdigen würden. Max schläft auf der Erde, das ist nicht gut. Bubbles ist ins Bett gegangen, wenigstens. Hier ist absoluter Sauerstoffmangel. Das Ding müsste mal priomäßig repariert werden. Beziehungsweise befüllt werden, aber kein Strom, weil kein Schleim, ne? Wird untätig, wenn der maximale Wirkstoff erreicht ist. Sauerstoff, Wärme. Da steht nicht das, was fehlt, oder? Oh, er ist hier. Das bedeutet, hier machen wir mal Auto. Und hier machen wir auch mal Auto. Ach, schade, jetzt zu spät. Er sollte da ja rein, ne? Ist da was runtergefallen? Weiß ich nicht. Abschließen. Öffnen. Neun. Mach schon. Da auch auf 9. Vielleicht klappt das ja, dass wir den da reinkriegen, ne? Da hat er schon hingemacht, ne? Ne, ist Sand. Ich glaube, da kommt keiner mehr und macht das. Schade. Glücklich ist er. Benötigt also Algenterrarium. Der pufft, ist glücklich. Die Tür geht auf. Wäre schön, wenn die Tür noch einer zumacht. Ah, wunderbar. Also der kann auf jeden Fall hier nicht mehr raus. Der kann jetzt dahin. Das ist schon mal gut. Was machen die hier jetzt? Der geht da hin. Wo geht er da hin? Okay, die Pflanze wässern oder was? Da wird geerntet, okay. Was machen die beiden jetzt hier? Achso, die Pflanze da für Sauerstoff machen. Ist da jetzt Sauerstoff? Ach, hier ist voll Sauerstoff. Da sind sie sogar gerne. Wäre sinnig, dass sie hier bleiben, ne? Wie kommt das Wasser hier weg? Keiner weiß es genau, ne? Unser Tor hier ist am Summen. Blaupausen. Ja, bringt nichts, ne? Können wir nur die Leuchtkäfernymphe nehmen, denke ich mal. Die macht noch Licht, da wachsen noch die Pflanzen irgendwo. Er hatte gerade ein positives Ereignis. Also er bleibt jetzt hier, oder was? Naja, ist ja krass, ne? Wo das ganze viele Wasser wegkommt, keine Ahnung. Hier oben ist es aber schon mal gebändigt, dass nicht mehr runtertropft. Da oben passiert nichts.
Er wird verhungern hier. 4,7 Zyklen, er ist noch besser dran. Da ist nichts drin. Hier wird gelaufen, um Strom zu erzeugen. Ja. Batterie ist leer. Wir müssen mal überlegen, was wir hier an- und ausschalten jetzt. Destille ist... Wie viel Dingens hätten wir denn? Schleim haben wir 66 Kilo, Algen haben wir 155 Kilo. Ah, er repariert den gerade, oder wie sehe ich das? Oder macht ihn kaputt? Ne, er macht ihn wahrscheinlich gerade wieder kaputt, ne? Ja, das hat es dir gebracht, ne, Miep? Trauert, verhungert, kann Nahrung nicht erreichen, nasse Füße. Ja, der ist frustriert, ne? Prior hoch zum Reparieren, ist klar. Haut sich den Kopf da ein. Was machen die Friedhofgeschichten? Oh, einer ist da. Jean ist da auch schon drin. Okay. Ich weiß nicht, was sie jetzt hier machen. Er hat gerade einen Aufstieg in irgendeiner Form gehabt. Er war ziemlich frustriert und hat ihr ordentlich kaputt gehauen, ne? Harold dreht das Rad. Sie muss jetzt hier unten ganz rumgehen, ne? Verschmutzter Sauerstoff. Die bringen jetzt permanente Algen hin, ne? Also hier sieht man richtig gut, dass da jetzt Sauerstoff reinkommt, ne? Der soll mal nach da gehen, dann kann ich diese Tür zumachen. Und Algen sehe ich noch gar keine, oder Schleim. Also da oben, da hat er Schleim hingemacht, ne? Ja. Atmet ein. Untätig. Prinzei. Da ist noch leider ein Duplikant gestorben, der nicht geschafft hat, diese 800 Kalorien zu essen. Max war's. Okay, hier werden weitere Grabsteine gemacht. Dann können auch gleich welche beerdigt werden. Okay. Er holt noch Magmatit. Wenn da doch wieder jemand gestorben ist, dann bleibt das ja auch nicht anders aus, als dass wir nicht Möbel, sondern Medizin ist es. Noch was da machen. Prio. Ja, komm, mach da einen neuen raus. Max ist verhungert, ja. Das haben wir geklärt. Ja, es gibt Essen, aber keiner erntet es. Sie wischt jetzt auf gerade. Ist jetzt nicht so toll, ne? Aber was willst du machen? Bubbles. Muss wischen. Warte mal, dann kann die Luftschleuse doch hier komplett zerlegt werden. Die brauchen wir doch nicht mehr. Jetzt sind wir Pneumatiktür. Eine Luftschleuse war es ja gar nicht.
Die kann weg. Das System läuft auch nicht, weil wahrscheinlich Strom fehlt. Da fehlt auch ein Stein wieder. Auch wäre kaputt gekloppt. Geht sie schlafen? Ich gehe von aus, dass Bubbles jetzt schlafen geht und die anderen werden wach. Er sieht schon wieder so aus, als ob er aggressiv noch ist. Aber er macht noch das Essen ab. Null Kalorien. Verhungern tun zwei. Hier wird ordentlich geduscht. Aber es kann nicht schlafen, weil wahrscheinlich kein Sauerstoff da ist. Wie sieht es hier aus? Okay, da sind drei fertig. Die anderen werden auch noch gebaut. Er muss zur Toilette jetzt leider. Okay. Hier ist auch ganz viel Wasser. Was auch nicht gut ist. Ja gut, okay, wir werden schauen, was wir nächstes Mal machen. Ich habe noch keinen richtigen Plan. Ich würde mal schauen, dass wir vielleicht nächstes Mal Bereiche abschließen oder sowas und hier so solche Sachen hier erstmal auf 1 setzen, dass da nichts mehr passiert. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter, brauchen wir auch nicht den Strom für verbrauchen momentan. Das Wasser ist noch zu warm, da muss da oben erst was passieren, dass es da weitergehen kann. Hier müssen wir gucken, dass der Strom wieder läuft. Er ist jetzt nicht momentan Prio 1, aber wäre schön, wenn das irgendwo auch noch klappt. Ja, beerdigen müssen wir sie erstmal auf jeden Fall alle hier. Da haben wir nur einen, den Jean, beerdigt. Hier hinten ist ja noch nichts passiert, ne? Ne, die sind noch nicht geklappt. 8 Leute sind halt 2, 4, 6 und da sind noch 4, sind 10. 8 sind unter der Erde zu bringen. Ah, da wird jetzt gerade Frankie beerdigt. Und dann wird Catalina beerdigt. Und Camille wird auch beerdigt, das ist schon mal gut, dass die hier ruhen, dann ist das Trauern unterwegs nicht mehr so schlimm. Aber die anderen sind auch noch da, ne? Ja, hoher Stress, sind bei 6 Leuten von 7 haben Stress, das ist nicht gut. Also wir müssen gucken, dass wir da in Zukunft effektiver werden. Und ja, kriegen wir aber bestimmt irgendwann mal hin, aber heute nicht. Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare gerne reinschreiben. Was würdet ihr hier machen? Und teilt auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Dann können andere sehen, wie diese Kolonie leider gerade zugrunde geht. Aber vielleicht kriegen wir sie ja wieder in Schwung. Das müssen wir mal gucken. Aber ihr gebt mir bestimmt gute Tipps dafür. Alles klar, bis dann. Tschüss.